Schließen Sie Expedition, Expedition, bauen Sie eine Speicherstadt. Speicherstadt, das könnte ich auch schon mal machen, stimmt. Ach stimmt, steigert ja auch wieder die Attraktivität. Doch, ganz vergessen. Wo sind wir denn hier? Da. Eine Speicherstadt. Plus 150 Attraktivität. Ja, aber hallo. So, zack. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Bin halb schon weg, bis gleich. Ja, bis gleich. So, jetzt können wir ja... Ein Schlag ins Wasser. Wie? Ganzes Schiff leer? Na super. Ja, toll, alles weg. Okay. Heilkunst zählt auch als Ration. Ja gut, trotzdem. Ration, Redegabe. Jagdglück. Redegabe. So. Probieren wir es nochmal. Alles bereit. So, der ist noch am Sammeln. Ja, geh weg. So, Module. Und zwar Depots. Steigert nämlich nochmal die Attraktivität auch weiterhin. Problem ist, die brauchen... Ladebereich, warum auch immer. Kein Holz mehr, okay. Aber... 150 Attraktivität, ja. Das heißt, wenn das Fest rum ist, bleiben wir im Plus also, noch. Handelsverträge. Ja. Setzen Sie auf Export-Import, verbessern Sie an Exportware 1000 Tonnen. Ja, gut. So, den verkaufen wir mal wieder raus. Weg. So, Einkauf. Ja, Pelzmittel kriege ich keine. So, rum können wir mal voll machen. Nähmaschinen können wir voll machen. Hier gehen wir auch mal hoch. So, was könnte man denn exportieren? So, was könnte man richtig gut loswerden? Ja, eigentlich Fenster aktuell, ne? Fenster könnten wir richtig gut loswerden. So, der Tausch. Export-Import. Also, wir wählen jetzt eine Ware aus, die wir exportieren, sprich verkaufen. Und nachher, wenn der Kapitän Morris kommt, der hat eine unbegrenzte Ladekapazität auf seinem Schiff. Ja, ich hab's kapiert. Und der kann unbegrenzt viel Waren mitnehmen und auch liefern, so viel wie wir halt lagern können. Ah, so. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Expedition ist unterwegs, sehr gut. So, wir bieten jetzt an Fenster. Zack. Und wir möchten dafür haben, jetzt haben wir hier verschiedene Importeure, von wo wir Sachen beziehen können. Die müssen wir auch die weiteren Angebote, so rum, müssen wir durch gewisse Exportzahlen erst freispielen. Na, beispielsweise jetzt hier bei Tattershire Farms, wenn wir da als Paprika wollten, müssten wir erst 180 Waren von irgendwas exportieren, egal was. Aber dann könnten wir die auch importieren. So, was hätte ich jetzt gerne? Hier bietet sich überhaupt nichts an, ne? Es ist alles Käse hier. Okay, Seife. Tauschverhältnis 1 zu 3. Wir kriegen für ein Glas 3 Seife. Das heißt... Ja, oh, geht doch mal weg hier, Mann. Hallo. Wir bieten jetzt an 220 Glas und kriegen dann beim nächsten Tausch dafür 727 Seife. Machen wir einfach das. Genau, so. Das dauert eh ein Stück, bis der einläuft. Morris kommt erst in 16 Minuten. So. Dann liefert er uns 700 Tonnen Seife. Dann können wir einfach hier den Mindestbestand jetzt mal hochdrehen. So. Wir können aktuell inselweit lagern, 750 Tonnen. Das heißt, wir müssen eigentlich erst noch weitere Module bauen. Wenn er nämlich nachher liefert und wir haben keinen Platz, verfällt der Rest einfach.
Das heißt, wir bauen noch zwei weitere Depots. Den Platz haben wir noch. Zack. Jetzt fehlt es an Ziegelsteinen. Ich pack's nicht. Es fehlt immer irgendwas. Das ist Wahnsinn. Wobei die jetzt lange gehoben haben, muss man schon sagen. Na komm, einer noch. Komm schon. So, Stadtfest ist rum, aber wir sind immer noch im Plus. So, 5 Depots. Jetzt können wir inselweit 950 Tonnen lagern. Das heißt, wenn der nachher angeschippert kommt, haben wir auf jeden Fall Kapazität frei. So, jetzt wollte ich mal gucken wegen Tierchen. Wir helfen, wo wir können. Willkommen im Emporium. Ersuchen Pelzmäntel für 1000, ja, die könnte man richtig gut verkaufen, oder? Seepferdchen, ausgerüstet Zoo. Teil eines Sets, großes Korallenriff. 20. 20. Getreidefruchtbarkeit bereitgestellt. Mhm. Dauer 5 Minuten, ja, nee. Dann nehmen wir da eine Qualle, da ein Seepferdchen. Kann ich dir helfen? Da ist für nichts mehr Platz. Achso, ich kann ja bloß 2 tragen, ja. Dachte eben schon. So, dann laden wir die mal ab und bauen die in den Zoo. freies Gehege, Pfadornamente. Geh weg. Was brauchen wir denn? Kann jedes Tier beherbergen. Musikpavillon. Ja, komm, stell mal hin. Und schon geht's los. Ich weiß, nur eine unbedeutsame Gabe, erschaffen von Menschenhand. Musikpavillon, oh. Heil dem Erhabenen, der Welt Enteilten. Zack. Partitur Anno 2205, sehr schön. Okay, dadurch haben wir jetzt schon mal 40 Attraktivitäten. Dann können wir noch über die Tiere Attraktivität generieren. Dann haben wir da erstmal ein bisschen Ruhe. Hi. So. Ich könnte eigentlich Schiffe austauschen tatsächlich. Segel setzen. Du brichst mal ab, lädst die Seife nochmal ab. Dann tauschen wir einfach die Schiffe aus. Seife, so. Die nehmen wir raus und dafür kommt die Sumpfratte rein. Der kann nämlich 200 mitnehmen. Tipp, tipp. Und Attacke. So. Dann machen wir da mit jeder Fuhr dann um die 70.000 nachher. So. Wo ist mein kleiner Schipper hier? Da. So, jetzt muss man aufpassen, wann der Captain Morris kommt, dass ich ihn nicht verpasse. Oh, die liefern gar keine Paprika und kein Fleisch mehr. Hm. Schlecht. So. Ja, später kann man ja alles mit Captain Morris, mit Kapitän Morris tauschen. Steuermann. So. Also. Tiere. Also haben wir noch keinen, müssen wir erstmal einsetzen. Ja. Freies Gehege, kann jedes Tier beherbergen. Boah, sind die Dinger riesig. 1, 2. So. Einmal Qualle und einmal Seepferdchen. So. Medusozoa, Wackelpudding. Hippocampoi, Pferde, die über Meere galoppieren. Okay. So, wie sieht's hier aus? Vielleicht besuchen die Leute jetzt schönere Orte. 323 Besucher, aha. Okay. Gut. Ah, halt. Der Kapitän Morris kommt in 8 Minuten. Dann können wir nämlich hier das Exportvolumen noch etwas erhöhen.
Wann schalten wir das frei? Rindfleisch, Paprika bei 180. Gulasch 360, dann können wir direkt. Ah, müssten wir erst 700 Wurst importieren. Ach, ich will keine Wurst importieren. Ich will's ja loswerden. Dann hätten wir direkt Konserven freigeschaltet. Ja, gut, okay. Dann gehen wir hier auf 260, dann kriegen wir 860 Tonnen Seife. Und wir können aktuell lagern. 950, noch 800 Tonnen dazu. Sind wir ganz hart an der Grenze. Ja, 98. Ja, nee, passt aber noch, weil unser Schiff sammelt ja auch immer wieder Seife ein unten. Dann drehen wir hier das Limit wieder ein bisschen runter, dass der mehr mitnehmen kann. So. Dann haben wir für 900 Tonnen Kapazität. Ja. Passt. Sehr schön. So, wie sieht's mit den Expeditionen aus? Auf den Spuren ihrer Majestät und... Tag auf hoher See 5, okay. Und der andere 11. Okay, die sind noch fleißig am Schippern. Zeig mal die Karte, wie weit sind wir denn? Reisezeit 6 Minuten. Wo ist der andere? Ach, da hinten, okay. Gut. Also noch ein bisschen unterwegs, aber das läuft auf jeden Fall schon mal. So. Sephir, hebt euch empor. Ja, aber Propaganda. Ach so, weil ich die Zeitung reglementiert habe. Lektioniert habe. Ja, ja, ja. Ja, ich brauche Pelzmäntel, das hilft alles nichts. Ja. Nee, weißt du was, dann machen wir das anders da. Noch ist er nicht da. Ach, Pelzmäntel kann ich auch noch nicht importieren, ne? Ah, 603 Export waren erforderlich. Schiete. Ich habe von nichts 600 Waren, außer Schnaps, wäre ich annähernd, aber das reicht nicht. Ja, gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht doch Schnaps nehme. Keiner verkauft mehr Paprika und Fleisch. Ach, blöd. Moment. Module. Okay, dann bauen wir noch so ein Export-Import-Büro. Dann können wir nämlich mehr traden. Eins. Es fehlt schon wieder an Steinen, ey, das ist Wahnsinn. Na komm. Wieder einer. So, dankeschön. Okay, langsam. Da kommt nämlich gleich, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also. Für Pelzmittel müssen wir insgesamt 600 Waren exportieren. Das heißt, wir exportieren Schnaps. Das Gute ist, es ist egal, was wir exportieren. Es kommt immer nur auf das Tauschverhältnis an. Jetzt so Sachen wie jetzt zum Beispiel hier Wolle oder Quarzsand hat natürlich einen sehr, sehr niedrigen Export-Import-Wert. Deswegen muss man immer das Tauschverhältnis natürlich auch mit beachten. Ja, kannst jetzt nicht hier ein Wolle gegen ein Gold tauschen beispielsweise, ne? Da muss man schon ein bisschen die Verhältnisse berücksichtigen. Schau mal, ob du das so eine kleine Insel mit drei Steinen, die ist schnell auf, aber da auf dem Bus hat einen Stein. Ja, das ist mir schon klar. Tom, mir geht es hauptsächlich darum, dass ich die Ingenieure freischalte wegen dem Handwerkersteg. Das ist mein aktuelles Ziel, weil dann kann ich mich völlig frei bewegen und völlig frei bauen, wie ich will. Das ist der Hintergedanke dabei, den ich gerade habe.
Deswegen, wenn die Steine jetzt mal da kurz leer laufen, das macht jetzt aktuell nichts. Später werde ich es brauchen dann, definitiv. Aber also auch nutzen natürlich. Aber aktuell ist das alles entspannt. Ich möchte auch gerne, muss ich mal gucken, wie ich das zusammenfummeln kann später. Ich würde gerne in der Nähe der Einwohnerinsel dann noch eine Lagerinsel bauen oder dann auch drüben im Kap, wenn die Insel groß genug ist, mir quasi eine Bewohner-Lagerinsel bauen, weil die Hafenstadt und die ganzen Depots kann ich alles an der Küste entlang hinzimmern, dass wir da wirklich nur Waren reinpumpen können, damit diese Insel, ich übertreibe jetzt mal, auch eine Stunde laufen könnte ohne einen einzigen Nachschub. Das wäre ganz geil, wenn das funktionieren würde. Müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. So, dann würde ich weiterhin Seife importieren. So, jetzt siehst du zum Beispiel, bei Fenstern haben wir ein Tauschverhältnis 1 zu 3. Das heißt, für ein Fenster kriege ich 3 Seife. Schnaps zur Seife, ich brauche 2 Schnaps, um 1 Seife zu kriegen. Aber wir müssen ja Exportvolumen hier irgendwie schaffen. Deswegen so. Dann gehe ich aber mal mit den Fenstern runter, sonst läuft das Lager nämlich voll. Jetzt haben wir 867. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Wolle, auch Seife. 7 Wolle für 1 Seife. Ja, gut, macht ja nichts. Es geht ja nur um die Menge, die wir exportieren, dass wir da genug zusammenkriegen. Dann hätten wir jetzt 300, 500, 850. Das würde für Pelzmäntel reichen. Ne, für Konserven müsste ich Wurst importieren, will ich aber nicht. Keine Wurst. Bräuchten wir da 20 Export-Import-Verträge. Ach du liebe Zeit. Okay, ja, nee, dann sind wir ja mit den Pelzmänteln aber wesentlich einfacher dran. Dann kann ich ihn nämlich direkt per Tausch einfach holen. Gulasch und Paprika. Dann bräuchten wir die nicht. Paprika und. Ach nee, könnte man direkt Gulasch holen. Das ist natürlich noch besser. Dann können wir in der nächsten Runde Gulasch importieren. Und können dann einfach die Konserven weiter produzieren. Dann brauchen wir keine Paprika und kein Fleisch mehr kaufen. Zumal es mir eh keiner mehr verkauft, davon mal abgesehen. Ja, okay. Also, jetzt kann ich mal kurz gucken. Der kommt nämlich gleich 200, 800, 900. Ich baue mal noch sicherheitshalber kurz ein paar Depots hin. Einfach nur, um safe zu sein, dass es langt. Hafen, Depots, so. Zack. Zack. Weg da. Ganz hat das Holz gefällt, jetzt mal jetzt an Ziegelstein. Aber gut, das ist ja jetzt nur temporär. Na komm, einer noch, hopp. Ah, komm, jetzt soll ich mich den einen noch hinstellen, bevor der Morris da ist. Ach. Hopp, hopp, hopp. Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. So, perfekt. Ich schenke mir die ganze Zeit schon Geld, was weiß ich warum, aber egal. So, Captain Morris läuft ein. Jetzt können wir mal zu ihm springen, wo er gerade ist. Zack. Da kommt er. Oh, da war eigentlich ein größeres Schiff. Von zu Hause weg. Der Ruf des Meeres und ferner Länder. Damals habe ich auf Schiffen jeder Größe angeheuert. So. Okay. Oh, halt. Da ist was passiert. Ein königlicher Fortschritt. So. Ja, genau das. Sind wilde Bestien.